willkommen zu unserem Eschwege-Vlog Nummer 1. Es folgen insgesamt 3 Teile, weil wir sind Aussteller und dementsprechend müssen wir schon am Freitag los. Wir haben es also den 1. November um 5.39 Uhr gerade. Meine Schwester sitzt da hinten. Hallo. Die Mali sitzt nämlich auch das erste Mal in Eschwege und wir freuen uns alle riesig. Und genau, ihr habt mich schon heute Morgen gesehen, wie ich alles so fertig gemacht habe. Geschirrspülmaschine noch schnell eingeräumt und ausgeräumt und Essen für meinen Bruder fertig gemacht und Essen für uns alles fertig gemacht. Und jetzt geht's los. Wir sind gerade an der Tankstelle und machen Reifendruck, weil wir die Winterreifen erst neu aufgezogen haben. Und das soll ja alles richtig sein, wenn wir jetzt 371 Kilometer noch fahren und dann hoffentlich auch rechtzeitig ankommen. Das ganze Auto ist voll hier, wie ihr seht. Also, ja, es ist wirklich alles komplett proppevoll. Mhm. Und wir haben fast keinen Platz mehr. Wir sind froh, wenn wir nicht mehr so viel mit nach Hause nehmen müssen. Aber ich bin sehr gespannt. Ihr seht ja Eschwege so ein bisschen hinter den Kulissen, weil ich auch so ein bisschen in der Halle filme. Aber halt das, was ihr so als ganz normale Zuschauer halt nicht seht, das ist, glaube ich, ganz cool. Denn wenn ihr das mal seht als, oder wenn ich euch das zeige als Aussteller, ich bin selber sehr gespannt, wie das alles so ablaufen wird. Und ja, wie das Ganze so läuft, aber ja, wir wünschen euch einfach ganz, ganz viel Spaß. So, meine Lieben, wir machen gerade Pause. Wir haben hier so einen richtig, richtig schönen Ort ausgesucht. Hallo, meine Lieben. Das ist die Mali. Es ist so windig. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ich habe das Mikrofon so ein bisschen zu. Ist total schön hier. Also, ist sehr Natur. Ich muss gleich mal meine Kamera rausholen, weil das ist echt voll schön. Genau, jetzt machen wir kurz Pause. Wir haben nicht mal mehr 100 Kilometer vor uns. Also, wir sind fast schon da. Und deswegen, toi, toi, toi. Also, eigentlich wollten wir um 12 Uhr da sein. Da wartet eine liebe Freundin auf mich, aber wir sind schon um 9 Uhr da wahrscheinlich. Aber ja, mal schauen, was wir in der Zeit so machen. So, meine Lieben, nachdem wir jetzt schön gefrühstückt haben in Eschwege bei McDonald's, geht es uns sehr gut, denn wir sind da! Und es weckt so viele Erinnerungen irgendwie. Also es ist sehr, sehr krass, dass wir ja vor einem Jahr auch hier waren. Ja, und jetzt gucken wir mal, wir haben 10 Uhr und jetzt gucken wir mal, ob die schon aufmachen, dass wir aufbauen können oder so. Aber eben sah es uns ziemlich zu aus und ziemlich leer. Die liebe Andrea kommt auch erst in 2 Stunden. Schauen wir mal, was wir jetzt so machen. Bestimmt gleich shoppen ins Hotel fahren. Shoppen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie shoppen gehen kann. Bin sehr gespannt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen. Aber ich glaube, jetzt schauen wir erstmal, ob wir da irgendwie reinkommen. So, da ist die große Halle, die Stadthalle. Alle, die schon mal hier waren, die kennen das auch. Und genau, da hinten ist noch der Turm und dann ist noch da hinten die andere Halle. So, Leute, hier hinten ist der Hintereingang für die Aussteller. Und wir haben uns jetzt angemeldet und jetzt holen wir unsere Sachen. So, hier sind unsere Sachen, alles vollgepackt hier. Wir haben hier Kleiderständer, hier die ganzen Babys, Marlies Baby, Liam hier unten. Und ja, wirklich allen möglichen Zeug, den müssen wir jetzt erstmal reinräumen, beziehungsweise müssen wir erstmal organisieren, was wir zuerst reinräumen. Und genau, hier sind die ganzen Kissen. Also wir haben so viel zu tun, das muss jetzt alles da oben rein. So, wir sind fertig. Wir haben einmal alles aufgebaut, das ist unser Stand. Wir haben jetzt gut 2 Stunden gebraucht. Hier kommt dann die liebe Angel hin, da ist die Marlies. Und genau, hier sind eben die kleinen Süßen. Hier haben wir die Schnuller, das habe ich euch alles schon mal gezeigt. Hier ist der Liam. Hier sind die Kleinen, die ist die Uriel. Oder der Uriel. Eigentlich ein Junge, das ist hier total lustig, finde ich. Hier hinten sind so die Twins. Liegen da. Luke's. Hier haben wir noch ein paar Visitenkarten und so. Oh, jetzt hält sich hier meine Kamera noch fest. Hier unten ist noch der Noah. Saskia. Ethan, der so richtig süß guckt. Und hier sind auch noch ein paar. Oh, jetzt. Hier wird meine Kamera die ganze Zeit festgehalten. Hier ist auch noch eine ganz kleine Maus. Die hängt hier so rum. Genau, und hier haben wir noch so ein bisschen Babykleidung und unser Banner. Dann sieht das Ganze so aus.
zu, weil ihr habt ja gesehen, wir sind aufbauen gewesen und sind wir gerade oder gehen in die verschiedenen Hallen. Also wir machen schon eine Rundführung vor euch allen. Ja, wir gucken einmal nach allen Babys oder was oder wer schon ausgestellt hat. Und danach werden wir auch, denke ich, langsam ins Hotel fahren, weil wir haben aufgebaut, habt ihr gesehen. Und dann muss ich gleich aber noch mal kurz bei der Christine Papst vorbeischauen, weil sie hat mich gerade schon begrüßt und mich gesehen. Und ja, schauen wir mal, wie schön ihre Babys in echt aussehen, nicht nur auf den Fotos. Weil bei Facebook gibt es so unglaublich schöne Fotos, dass ich mich auf jeden Fall schon in ein Baby verliebt habe. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall noch mal schauen. Sie hat übrigens auch ein Liam dabei, Mannis. Wir sehen wirklich überall Liams. Also ich habe ja auch einen dabei. Es sind wirklich überall Liams. Hallo meine Lieben, wir sind im Hotel angekommen, wie ihr seht. Da ist die Marlies. Und wir waren jetzt gerade noch was essen. Schön lecker Nudeln Bolognese. Es war ganz gut. Es war aber auch, ja, es war einfach jetzt einfach nur auf dem Weg kurz. Genau, ich wollte jetzt kurz einmal das Hotelzimmer zeigen. So eine kleine Runde hier. Und genau, so wie immer eigentlich. Das kennt ihr von mir. Also hier ist die Türe. Da guckt man so rein. Und dann haben wir erstmal hier so einen Rundgang. So. Und da ist die Marlies. Die hat hier ihre Tasche. Dann haben wir hier unsere Vorratsecke. Hier ist Marlies Bett. Sie schläft hier auf so einer Couch. Hier haben wir noch Fenster. Und hier drüben ist ein Ehebett. Hier unten ist alles so, ja, wie soll man das sagen, so beleuchtet. Meine Socken sind übrigens super stylo. Ja, wir haben zwei Fernseher, was mich ziemlich verwundert. Also wenn Marlies kann jetzt hier gucken und wir gucken einfach auf der anderen Seite. Zwei verschiedene Dinge, also naja gut, zwei Fernseher. Dann haben wir einfach noch so einen Tisch. Ja, und dann Marlies sucht gerade verzweifelt Steckdosen. Da hinten sind welche. Da ist auch eine. Ich bin eine von mir. Oh. Ja, und hier, da hinten kommen wir irgendwie nicht rein. Das ist irgendwie zu. Ja, und hier ist halt das. Und man hört alle Menschen. Das ist immer nervig. So, hier ist unser Bad. Es geht einmal so ganz, wirklich ein ganz, ja, einfach nur ein Bad. So, mit ein paar Handtüchern und so. Sonst ist hier auch nichts. Hallo Leute, ich glaube einmal aus der schlimmsten Perspektive, die ihr euch jemals vorstellen könnt. Aber wir haben eiskalt ein Wasserbett, was mir gerade aufgefallen ist. Und es ist ultra bequem, verdammt, das ist so bequem. Ich habe gerade das Bett machen wollen und dann habe ich so gemerkt, was hängt das denn so ein? Und Alter, oh, das ist so geil. Das ist irgendwie, als wäre das noch beheizt. Das fühlt sich irgendwie so an, als wäre das noch beheizt. Ja, also ich richte das mal hier. Oh, das ist so angenehm. Das ist schon cool irgendwie. Ja, das ist schon cool. Seht ihr hier, wie das alles so wackelt? Das ist ein Wasserbett. Geilo. Richtig hier so. Ja, wie cool. Hallo, meine Lieben. Ich wollte mich nur kurz verabschieden. Wir haben heute schon Samstagmorgen. Das heißt, ich werde gleich wieder anfangen zu vloggen. Aber ich wollte natürlich den Vlog von gestern noch beenden. Und ja, das würde ich jetzt tun. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis, ja, demnächst. Bis morgen. Tschüss.